Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Review-Kanal. Heute will ich euch mal ein kleines Vergleichsvideo zwischen zwei unterschiedlichen Carabiner 98K Modellen präsentieren. Und zwar dreht es sich hierbei um einen originalen, authentischen Wehrmachtskarabiner, der im Krieg auch als solcher verwandt wurde, mit den ganzen typischen Stempeln. Ich werde jetzt einfach mal durchgehen, weil gleich bei dem anderen Karabiner sieht man da markante Unterschiede. Also erstmal hier die Einstanzung von dem Hersteller, dann die Jahreszahlen und die Abnahmestempel. Außerdem hier unten. Also dieser Karabiner ist komplett nummerngleich und ja, wird halt als solcher auch von uns in den Filmen verwandt. So, dazu sage ich jetzt nichts weiter, der sollte ja hinreichend bekannt sein. Ich möchte jetzt einfach viel lieber auf die Unterschiede von diesem Karabiner eingehen. Das ist zur kurzen Erzählung ein jugoslawischer Karabiner. Die haben nach dem Krieg größtmehrheitlich Teile aus deutscher Produktion gekauft oder übernommen und das dann in der Endfertigung in Jugoslawien zusammengesetzt. Dafür spricht halt in erster Linie dieser Stempel. Der ist zum Beispiel auch auf dem MG53 drauf, da lief das nämlich genauso. Und in zweiter Linie dieses Preduce heißt so viel wie in Verwendung der jugoslawischen Armee. Wir haben an diversen Stellen immer noch die Markings, zum Beispiel hier der Abnahmestempel, das ist für das Nitrocellulose, also den Brennstoff in den Kartuschen drin, und haben hier unten zum Beispiel auch leicht weggeschliffen am Magazinkasten die Nummer des ursprünglichen Bauteils. Und interessant hier dran zu sehen ist dann, dass die Jugoslawen nachträglich wegen der Nummerngleichheit, wie gesagt, das sind halt alles unterschiedliche Teile, die haben die deutschen Nummern abgeschliffen und haben jugoslawische eingestanzt. Außerdem gibt es noch einen weiteren Unterschied, und zwar ist hier oben diese Aufnahme mit einem kleinen Plastik- oder manchmal auch Blechring versehen. Der klappert ein bisschen rum. Das ist bei dem deutschen Modell ist das nicht so. Also da hat man nur diese Öse für die Aufnahme von dem Gewehrriemen. Ja. Außerdem am markantesten und was am leichtesten von außen auffällt, ist natürlich diese Modifikation des Hebels, womit man dann das Schloss aus der Waffe rausziehen kann. Das ist, ich werde es jetzt beim Original nicht nochmal zeigen, weil wie das aussieht, sollte, wie gesagt, klar sein. Ansonsten, der Deaktivierungsstatus ist der gleiche. Und ja, es ist nochmal ein schönes Stück Geschichte, waffentechnische Geschichte, denn viele Sachen sind nach dem Krieg natürlich weiterverwandt worden. Und das finde ich dann auch immer noch so interessant, die weitere Verwendung der Waffen halt nach dem Krieg einfach zu sehen. Ja, das wäre es dann an dieser Stelle wieder von uns. Ich hoffe, euch hat das kleine Vergleichsvideo gefallen und bis zum nächsten Mal.